In der dritten regulären Ausgabe von Let's Dance am Freitagabend schweben nur 9 Tanzpaare über das Parkett. Nicht etwa, weil schon so viele Kandidatinnen und Kandidaten aus der Show gewählt wurden, sondern wegen Corona. Die Folge sind Änderungen am Konzept. Es ist nicht die erste Let's Dance-Staffel in Zeiten der Corona-Pandemie. Doch noch nie zuvor befand sich die Show derart im Würgegriff des Infektionsgeschehens. Statt der eigentlich 12 vorgesehenen Tanzpaarungen werden heute Abend ab 20:30 Uhr bei RTL auch auf RTL Plus abrufbar nur 9 Formationen an den Start gehen. So fallen mit Lilly zu sein Wittgenstein-Berleburg, Caroline Bosbach und Timo Ölker 3 Promis aus, die zuletzt einen positiven Corona-Test hatten. Das hat nicht nur Folgen für die Sendezeit, die Show wird verkürzt und endet bereits um 23:30 Uhr. Auch am Konzept mussten die Macher feilen. So müsse diesmal keines der Paare am Ende der Ausgabe Let's Dance verlassen, teilte RTL mit. Damit solle gewährleistet werden, dass es in der Sendung weiterhin fair zugeht. Dem besten Paar des Abends winke dennoch eine Belohnung. Es könne sich einen Bonuspunkt sichern, der bei der Abstimmung in der kommenden Woche dann womöglich zum Zünglein an der Waage werde. Spezielle Performance. Für etwas Spannung sollte also trotz allem gesorgt sein. Überdies können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine ganz besondere Showeinlage freuen. Das Profitänzerpaar Evgeny Vinokurov und Nina Betsubova, das erst vor kurzem einen Sohn bekommen hat, liefert eine gemeinsame Performance ab. Damit kehrt Vinokurov noch einmal außer Konkurrenz auf das Let's Dance-Parkett zurück. Vergangene Woche war er mit seiner Partnerin Cheyenne Ochsenknecht überraschend ausgeschieden. Für die Entscheidung zeigte er danach nicht allzu viel Verständnis. Einfach Schwachsinn, polterte er. Neben Ochsenknecht hat auch bereits Schauspieler Hardy Krüger Jr. die Show verlassen. Das lag jedoch nicht an seinen Tanzkünsten. Ihm wurde vielmehr zum Verhängnis, dass er 2 Wochen in Folge mit Corona flach lag. In der Konsequenz strich er lieber gleich komplett die Segel, anstatt erst nach mehreren verpassten Folgen noch in die Show einzusteigen.